So, hier ist wieder Icarus PG und heute geht es um den Film Kick-Ass, welcher ein Film ist aus dem Jahre 2010 und Regie führte Matthew Vaughn. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Lauflänge beträgt so circa, naja, 117 Minuten. Und ja, es ist quasi eine, man könnte sagen, eine Superheldenkomödie. Und zwar von einem Comic adaptiert, würde ich mal sagen, von Mark Miller, der auch Kick-Ass heißt. Worum geht's? Es geht um Dave Lisewski, genau, welcher ein ganz normaler Teenager ist und auf einmal denkt, ja, er würde doch mal gerne ein Superheld sein, setzt es in die Tat um, bestellt sich ein Kostüm und geht dann auf Prügeljagd, also auf Gangsterjagd. Später kommt noch ein anderes Superhelden-Duo mit auf die Bildfläche, das sind Big Daddy und Hit Girl, die Tochter von Big Daddy. Und dann passiert noch was um die Gangsterbande von einem Mafioso, Frank DeMico, und dann geht das da rund. Und der Film ist ein sehr lustiger Film, das muss man schon sagen. Eigentlich gibt es nicht wirklich langweilige Passagen, finde ich. Der Film hat durchaus Spannung, ist auch schnell und wie gesagt sehr lustig. Allerdings natürlich hier wieder zu beachten, auch die FSK 16-Freigabe. Der Film hat auch ein paar Stellen, die etwas blutiger zur Sache gehen. Allerdings ist er jetzt natürlich nicht so heftig vom Splattergehalt. Deswegen ist er auch nur ab 16, würde ich mal glatt behaupten. Kick-Ass war einer der absoluten Überraschungserfolge für mich jetzt persönlich, als ich den gesehen habe. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Film so gut ist. Ich habe ihn vor kurzem nochmal gesehen und hatte den gar nicht so gut in Erinnerung. Also echt ein klasse Film, da bleibt kein Auge trocken. Der ist einfach lustig. Den kann man sich auch mit vielen Leuten angucken. Dann ist er natürlich noch besser und einfach Hit Girl, dieses 11-jährige Mädchen, was dann da anfängt, die Gangster irgendwie abzustechen, abzumurksen. Einfach genial. Ich finde den Film Kick-Ass super toll und gebe den Film deshalb auch 9 von 10 Punkte. Lasst mich eure Meinung wissen. Wenn ihr spoilern müsst, schreibt in die Kommentare bitte davor noch. Achtung, Spoiler, mein Name ist Icarus Begehren. Wir sehen uns später und tschüss.